Wir möchten Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Startup Investor Day. Es ist mir eine große Ehre, Sie im Namen der Fraunhofer Gesellschaft, der Helmholtz Gemeinschaft, der Leibniz Gemeinschaft und der Max-Planck Gesellschaft hier begrüßen zu dürfen. Wenn sich alle vier zusammentun und sagen, hey, das ist der Moment, wo wir wirklich unsere top-selected Startups nach draußen bringen, dann stelle ich mir eigentlich nicht die Frage, ob ich da hingehe oder ob ich da nicht hingehe. Die Investoren kriegen hier 40 Ideen, die wir persönlich eben auch für die Top-Ideen halten. Und so hoffen wir, dass diese Teams mit den Investoren zusammenfinden, dass unsere Themen dann auch finanziert werden. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie leicht sich Gespräche von Investoren und Startups ergeben. Also wir waren jetzt hier glücklicherweise in der ersten Session schon dran. Und da kamen dann direkt in der Pause jetzt 3-4 Leute auch schon, die interessiert sind. Ich erwarte, dass wir spannende Unternehmen sehen in verschiedenen Phasen, am besten schon sehr früh. Und deswegen sind das Startups, die sich entweder ein Jahr vor der Gründung oder bis maximal ein Jahr nach der Gründung befinden, die hier auf der Veranstaltung vertreten sind. Als Pre-Seed Investor arbeiten wir auch sehr viel persönlich mit den Teams zusammen. Dementsprechend ist es nicht einfach ein Numbers Game, sondern es geht eigentlich größtenteils darum, passen wir zusammen? Und wir haben noch eine Networking-Veranstaltung am Abend. Also ich hoffe, dass da natürlich noch weiter Interesse von beiden Seiten besteht, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Das wird sicher ganz, ganz toll, sich mit den Teams tiefer auszutauschen und natürlich auch die anderen Investoren zu treffen. Ich fand diese Veranstaltung sehr, sehr gut. Es haben sich mehrere Kollaborationen ergeben. Solche Investoren, die man hier treffen kann, sind Türöffner in neue Märkte, die wir sonst nie erreichen würden. Der Amerikaner würde sagen, das war mindblowing. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass alle vier Forschungsinstitute sich weiter zusammenschließen. Jede Pause waren immer wieder Investoren bei uns, dass wir eigentlich ja, durchgehend in Gesprächen waren heute. Das war wirklich super.